Der Drei-Achsen-Stabilisator von Feotec wird mit einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Der Feotec Gimbal ist geeignet zur Stabilisierung von Kompaktkameras, Actionkameras und Smartphones. Es können Kameras bis zu 800 Gramm aufgesetzt werden. Zum Lieferumfang gehört der Gimbal, ein 5000 mAh großer Akku, ein USB-Ladekabel, Adapter für Actioncams und 2/4 Zoll Gewindeschrauben zum Befestigen von Kompaktkameras auf dem Gimbal. Eine englischsprachige Schnellstartanleitung gehört ebenfalls zum Lieferumfang des Gimbals. Die Inbetriebnahme des Gimbals ist denkbar einfach. Man muss nur den unteren Verschluss öffnen und die Batterie einsetzen. Hierbei sollte man beachten, dass der Pluspol nach oben zeigt. Und schon ist der Gimbal betriebsbereit und es kann damit gearbeitet werden. Der Gimbal hat eine sehr gute Verarbeitungsqualität. Alles wirkt wie aus einem Guss. Die mechanischen Teile sind aus Aluminium gefräst und die Achsen sind verstellbar. Der Griff ist gummiert, was einen sehr guten und festen Halt garantiert. Dies ist ja gerade wichtig, wenn man die Kamera mit dem Gimbal führt. Der elektronische Stabilisator ist mit 2/4 Zoll Gewinden ausgestattet. Eine Bohrung befindet sich an der Seite und eine an der Unterseite. Diese kann man nutzen, um nützliches Zubehör zu befestigen bzw. den Gimbal auf einem Stativ für Panoramaaufnahmen aufzusetzen. Der Gimbal ist mit einem hellen OLED-Display ausgestattet, auf welchem die Betriebszustände, wie zum Beispiel die bestehende Bluetooth-Verbindung oder der eingestellte Stabilisierungsmodus, angezeigt wird. Der Gimbal liegt sehr gut in der Hand und lässt sich aufgrund der durchdachten Positionierung der Bedienelemente sehr leicht bedienen. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit kann man den Gimbal blind bedienen, ohne dass man darauf sehen muss, welche Taste man gerade drückt. Mit den Tasten ist es möglich, alle Achsen zu steuern und auch Kameras, sofern diese von dem Gimbal unterstützt werden, zu steuern, wie zum Beispiel die Aufnahme starten, Fokuspunkte setzen, zu zoomen und so weiter. Zum Austarieren der aufgesetzten Kamera kann man die drei Achsen einzeln verstellen bzw. die Mechanik verschieben. Die Kamera wird auf die Wechselplatte aufgesetzt. Diese kann man leicht entnehmen. Zur Sicherheit ist diese sogar verriegelt, sodass die Kamera bzw. die Kamera mit der Wechselplatte nicht herausfallen kann. Man muss nur auf der Unterseite den kleinen Hebel zur Seite schieben und schon kann man problemlos die Wechselplatte entfernen. Jetzt kann man problemlos seine Kompaktkamera aufsetzen. Zum Lieferumfang gehört die Viertelzollschraube, welche zur Befestigung der Kamera dient. Hier noch einmal ein Blick auf den Kameraträger, in welchem die Wechselplatte für die Aufnahme der Kamera sitzt. Diese kann verschoben werden, was beim Austarieren sehr wichtig ist. Man sollte darauf achten, dass die Kamera möglichst mittig auf dem Kameraträger aufsitzt und danach kann man die Mechanik der einzelnen Achsen verschieben, bis die Kamera austariert ist. Dazu muss man nur die Verschraubung an den Achsmotoren lösen und schon kann man die Mechanik verschieben. Ich habe nun meine Kamera auf einem Stativ aufgesetzt und austariert. Das Austarieren ist sehr wichtig, um die Mechanik der elektronischen Stabilisatoren zu schonen, also die Motoren. Wenn man nur mit einer Kamera unterwegs ist, ist das Austarieren ja eine einmalige Sache. Für den Transport muss ja nur die Kamera mit der Kamerawechselplatte vom Träger entfernt werden. Der Rest bleibt ja eingestellt. Nach dem Betätigen der Einschalttaste ist der Gimbal innerhalb sehr kurzer Zeit startbereit. Den Gimbal kann man aber auch mit einer Smartphone-App bedienen bzw. einstellen. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth. Verbindungen zu den unterstützten Kameras erfolgen über WLAN. Mit der Smartphone-App kann man den Gimbal in seiner Position verändern, die Betriebsmodi vorgeben und Parameter ändern.
wie zum Beispiel die Leistung der drei Achsmotoren, welche für die Stabilisierung notwendig sind. Der elektronische Stabilisator verfügt über eine Vielzahl von Stabilisierungsprogrammen. So gibt es einen Schwenkmodus, einen Folgemodus, einen Sperrmodus, einen Selfie-Modus und es ist auch möglich, sehr schöne Timelapse-Aufnahmen damit zu erstellen, beziehungsweise den Schwenkbereich dafür zu parametrieren. Ich bin mit dem gut verarbeiteten elektronischen Stabilisator sehr zufrieden. Er bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. So kann man gleichermaßen Smartphones, Actionkameras und Kompaktkameras auf diesem Stabilisator verwenden. Der Gimbal ist ein tolles Produkt für den ambitionierten Videofilmer und Fotografen.